Ich begrüße euch ganz herzlich im Kräutergarten. Dieser ganze Drehtag handelt vom Thema, wie kann ich unser Immunsystem, mein Immunsystem und meine Selbstheilungskräfte stärken. Und was wir oft vergessen ist, dass wir eine mächtige Sache haben, die wir Tatsache oft unterschätzen. Und zwar heilende Ernährung. Die alten Gesundheitsapostel, sag ich jetzt mal, haben gesagt, unsere Nahrungsmittel sollen unsere Heilmittel sein. Und unsere Heilmittel unsere Nahrungsmittel. Jetzt ist die Frage, ist das, was wir essen, wirklich Heilmittel? Ich sage meinen Leuten in den Kursen immer, macht mal unkompliziert die 80-20-Regelung. Oft essen wir doch mal was. Fertignahrung, zu viel Süßes, manche vielleicht zu viel Fleisch und Milchprodukte. Aber achten wir darauf, dass 80% unserer Ernährung frisch, roh, bio, regional ist, viele Mineralstoffe und Spurenelemente hat. Denn wir sind ein lebendiges Wesen und essen oft tote Nahrung. Denn wir müssen uns wundern, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz viel zu essen haben. Und wir haben oft Mangelernährung an den wirklichen Mineralstoffen, Spurenelementen, Hormonen, an diesen Kleinstoffen, die unser Stoffwechsel in Schwung bringen. Also, haben wir heilende Ernährung? Ich möchte euch kurz daran erinnern, dass alle B-Vitamine wichtig sind für unseren Stoffwechsel und für unser Immunsystem. Und B-Vitamine sind oft in vollwertigen Getreideprodukten. Ich sage euch mal so kurz an einem Tag, wie ihr es machen könnt. Früh esst ihr eine Haferflockensuppe mit Nüssen und mit Datteln und Früchten. Haferflocken ist einer der Mercedes unter den Getreiden, hat viele Schleimstoffe, ist gut für einen nervösen Magen. Also früh habt ihr die guten B-Vitamine im Hafer. Mittags esst ihr viel Gemüse und vielleicht Grünkern dazu oder Hirse dazu oder Buchweizen. Diese drei Getreide, es gibt noch viel mehr, sind wunderbar, dass man sie in die Küche integriert. Und am Abend isst man vielleicht eine Suppe mit einem schönen Vollkornbrot oder einem guten vegetarischen Aufstrich. Ne? So Sauerteigbrot, das lange gegangen ist, Roggen, Dinkel, Weizen, alles bio. Also achtet darauf, dass ihr wirklich vollwertig esst. Und gerade die B-Vitamine sind bei dem Brot, das komplett auseinandergenommen ist, da essen wir ja nur das Weiße innen drin, wo noch so ein paar Körner oben an ist. Also B-Vitamine sind wichtig. Wichtig wäre auch, dass wir wirklich reichlich Gemüse essen. Haben wir einen Großteil unserer Ernährung von den vielfältigen hunderten Gemüse, die wir haben. Ofengemüse, Suppen, Salate, die Salate schön mit Keim und Nüssen, sodass unser Salat schon eine Mahlzeit ist. Achtet auf gute Öle. Ich habe hier jetzt das Leinöl, weil ich ein großer Verfechter von Leinöl. Da sind die besten essentiellen Fettsäuren drin. Und ich möchte euch noch an eine heilende Ernährung erinnern, die vergessen wir, und zwar diese Riesenvielfalt der Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Bohnen, Linsen. Also wir haben da in den Geschäften gleich 3 Meter voll Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind das beste Eiweiß, eine der besten Eiweiße, die unseren Körper nicht belasten. Sie haben ganz, ganz viele Mineralstoffe und Spurenelemente. Und wir nehmen sie einfach viel zu wenig. Wenn ihr die Hülsenfrüchte keimt, werden sie basisch. Ihr könntet und dann das immer auf einen Salat mit tun. So wird er gleich gehaltvoller. Oder ihr macht Suppen und Aufläufe. Entdeckt die große heilende Kraft der vielfältigen Hülsenfrüchte wieder und kombiniert sie mit Gemüse, mit gutem Öl. Wenn ihr Anregung braucht, ich habe hier mal vollwertige Alltagsküche zusammengetragen oder wir sind für den Garten geboren. Da ist ein schöner Artikel drin über heilende Ernährung. Denken wir daran, das, was wir essen, heilt uns, aber kann uns auch krank machen.
nehmen wir diese Heilmittel der Ernährung mit täglich in unser Leben. Bleibt gesund und froh mit der guten, starken Ernährung.